Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 22. Dezember 2021. Eure Träume sind von unglaublicher Bedeutung für euch, denn sie sind da, um eure Reise zu lenken. Sie sind die Wegweiser zu eurem höchsten Lebensausdruck. Wir legen euch sehr ans Herz, an eure Träume zu glauben, denn eure Träume glauben an euch. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, ich habe mich so gefreut auf den Podcast heute. Ja, und dann ging es auch noch um Träume, wobei, ja, man kann es ja so und so sehen. Ja. Hier ging es natürlich jetzt speziell, oder besser gesagt, geht es hier speziell um unsere Träume, die wir auch für unsere Zukunft haben, ja, wie wir uns, ja, unser Leben hier vorstellen. Also ganz spezielle Dinge, die einfach als sogenannte Träume in unser Leben getreten sind, um uns eine Vision zu schenken, was für uns drin ist sozusagen, ja. So ein bisschen, so kann man es sehen. Aber ich habe heute, das möchte ich euch eigentlich erzählen, heute wird ein komischer Podcast. Ich sag's dir gleich voraus. Ich habe heute Nacht relativ gar nicht so lang geschlafen, also relativ kurz geschlafen, aber sehr gut. Und ich bin zweimal aufgewacht vor Lachen. Kennt ihr das? Ich habe das noch nie gehabt. Ich habe im Traum was so Lustiges erlebt, dass ich aufgewacht bin vor Lachen. Also es war einfach was super Freudiges, aber eben auch was, ja, sehr spontan Lustiges. Ja. Ist jetzt nicht irgendwie, ja, das, was so Tolles passiert ist, dass ich deswegen gelacht habe, sondern nee, es war ein guter Witz. Ja, und jetzt kommt die schlechte Nachricht für euch. Den Witz weiß ich nicht mehr. Besser die beiden, weil es war zweimal. Also das fand ich schon echt großartig. Ich habe heute eh so ein bisschen so einen lustigen Tag, sage ich mal. Ich habe dann mich heute auch, ja, mal wieder ein bisschen schlau gemacht, ja, über Audio-Plugins. Ja, man denkt immer, man würde sich eh ein teures Programm kaufen und dann könnte man damit alles machen. Ja, weit gefehlt. Ja. Das ist so ein Fass ohne Boden, ein bisschen. Ja. Und nur mal so als Hausnummer, ja, wenn ihr mit Gesang arbeitet und ihr wollt auf höchstem Niveau Gesang bearbeiten, dann braucht ihr Programme, die sind schon so teuer wie das Programm, mit dem ihr das eigentlich, ja, überhaupt erst machen könnt. Ja. Also diese DAW, wie man es nennt. Ja. Im Prinzip ist das das Hauptprogramm, in dem ihr alles macht. Aber dann gibt es dafür ganz viele Plugins und weitere Software, die ihr dann darin benutzen könnt. Ja. Und da habe ich mir ein Video angehört über Melodyne. Das ist eben ein Programm, so wie Autotune, sagt euch sicher was. Es gibt halt einige Programme, mit denen man ja eben Intonationsfeinheiten bei Sängern nochmal, ja, feintunen kann. Also wenn da nicht ganz sauber gesungen wurde, dann kann man das nachbearbeiten und so, dass man es am besten nicht hört. Also es gibt natürlich auch diesen berühmten Autotunes-Effekt, den Cher damals, oder besser gesagt, Cher ist damit sehr bekannt geworden und auf einmal wollte jeder so klingen und das ist auch mittlerweile in der modernen Popmusik komplett normal. Viele nutzen das. Für mich klingt es schrecklich oft, aber ich verstehe den Effekt und es klingt immer sauber. Das heißt sogar zu sauber, deswegen klingt es ja so komisch. Aber dann habe ich mir ein Video angeschaut und dann hat eben jemand bei Melodyne vorgeführt, dass man diese ganzen S, K, T-Laute dann eben besonders behandeln kann. Also man kann die, wenn man einen Ton verschiebt, einen Tonwertkorrektur, dann werden die erstmal nicht mit verschoben, was schon mal gut ist, weil die haben nämlich keinen Ton. Also ein F, ein F hat, egal ob wie schön du gerade singst, wenn ein F kommt, gibt es keinen Ton, sondern es ist nur Luft, die da rauskommt. Genauso ist es mit dem S auch, ja. Ein T ist natürlich sehr kurz, aber funktioniert eigentlich auch so.
Und das Programm nimmt eben besonders Rücksicht darauf. Ja? Und dann hat er uns vorgeführt in seinem Schulungsvideo, wie es klingt, wenn man diese ganzen S-Laute, F-Laute, T-Laute, K-Laute, wenn man die runterfährt. Ja? Und dann sagt er so ganz trocken irgendwie so, ja, ich weiß, das klingt ein bisschen grenzdebil. Und er war so ernst die ganze Zeit, ja. Und ich war darauf nicht gefasst. Ich fand es so lustig auf einmal, weil die Präsentation von ihm war so ein bisschen trocken. Ja, auch so ein bisschen so, ich erzähle euch das jetzt und das kommt dann. Also so ganz wichtig. Und auf einmal haut er da so einen trockenen Satz raus und ich bin fast auf den Stuhl gefallen, weil ich es so lustig fand, ja. Und ich weiß jetzt, also wir sind ja im Zeitalter der Political Correctness, ja. Ich mache mich nicht über demente, debile Menschen lustig, überhaupt nicht. Aber es klang auch wirklich sehr merkwürdig. Und als er das dann auch noch auf den Punkt gebracht hat, bin ich fast zum Stuhl gefallen. Die zweite Geschichte, die fand ich aber fast noch lustiger, ja. Also da sieht man mal, was für einen Unterschied man in Amerika in der freien Presse hat. Ja. Also Fox, der Sender, ist ja bekannt dafür, dass er nicht gerade demokratenfreundlich ist. Also eben diese Partei, die Demokraten. Ja. Die sind halt eher auf der Seite der Republikaner. Ja. Und dann lässt dieser Moderator, das ging glaube ich auch 36 Minuten, aber ich habe dann auch abgebrochen, ich habe mir nicht alles angehört, aber erstmal schon, wie die dann mit diesen Entscheidungen umgehen. Ja? Die dürfen das wirklich kritisieren. Das hört man ja bei uns nicht. Ja? Kein Sender kritisiert irgendetwas. Ja? Könnt ihr euch ja vorstellen, worum es geht. Aber er sagt dann irgendwie mitten in seinem Kommentar, war es ja eigentlich, erzählt er was eben über Biden, aber sagt eben den Namen nicht, sondern sagt Botox Napoleon. Unser Botox Napoleon. Und ich bin fast durch den Stuhl gefallen. Ich so, okay. Das ist so lustig. Also, ja, wie frech die sein dürfen, ja. Das ist natürlich schon krass, aber ja, warum nicht, ja. Ja, also das waren so die zwei Sachen. Aber die haben ganz klar diesen Witz vielleicht, den ich geträumt habe, in gewisser Weise wiedergespiegelt. Also sie haben mehr, oder besser gesagt, dieser geträumte Spaß, den ich da hatte, der hat diesen Humor auch in meinen heutigen Tag getragen, aber es war nur ein leichter Widerhall dessen, weil, hey, wenn man aufwacht, weil es so lustig ist und wirklich einfach lacht, sich dann umdreht und wieder einschläft. Das ist mir zweimal passiert heute Nacht, also das ist so witzig. Ja, und dann geht's heute um Träume, also eben geht's dann eher um diese Träume. Ja, dann möchte ich mich über einen Kommentar möchte ich mich bedanken, ja, weil der einfach das getroffen hat, was ich hier mache, ja, weil es eben nicht ganz so ernst ist, was ich hier mache, ja, wenn ich Sachen erzähle, auch über meine Vergangenheit oder so, ja, dann, ich merke schon, viele sind halt eben in diesem Problembehebungsmodus, ja, und sagen, oh, ja, verstehe, da muss ja das und das machen und das wäre dann angebracht, ja, also, ja, aber hier war jemand, der hat geschrieben, ich liebe deine Selbstgespräche, schön, dass es dich gibt, verrückter Wolfgang. Und, und dann habe ich meiner Freundin weitergeleitet als Screenshot und geschrieben, hier fühle ich mich verstanden. Ja? Genau, also super getroffen. Also erstmal ganz lieben Dank, dass das geliebt wird, was ich hier mache, aber es sind eben auch Selbstgespräche. Ja? Ich sage zweimal ihr, euch und so, spreche natürlich schon auch mit euch, aber in Wirklichkeit, ja, es ist ja niemand da. Ich gucke auf meinen Monitor, manchmal auf den Text, ja, manchmal auch einfach, also ganz oft sogar nur auf diese Hüllkurven, wie sie so langsam entstehen, während ich spreche. Genau, habe auch Telegram offen. Ich habe halt mittlerweile den absoluten Luxus. Ich habe 3 Monitore, ja. Links läuft mein Programm. Mache jetzt mal hier Schleichwerbung, Cubase, ja. In der Mitte ist das Internet offen, ja. Da habe ich eben jetzt die Tagesbotschaften von Erzengel Gabriel gerade offen. Und rechts ist mein Telegram und die ganze Kommunikation mit meinen vielen lieben Menschen, mit denen ich eben Kontakt habe, ja. Und auch natürlich die Wahrheitssucher, News, Telegram-Kanäle, ja, die manchmal auch ein bisschen
Ich sag's jetzt nicht, aber ihr wisst ja das von vorher. Bisschen so in die Richtung auch manchmal gehen, ja. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Es sind auch viele gute Sachen dabei. Also auch auf Seiten, wo viel Quatsch ist, ist immer wieder richtig Gutes dabei. Ja, deswegen habe ich sie auch noch abonniert sozusagen. Und gucke mir auch fast immer alles an. Und muss aber auch viel scrollen, also weil ich nicht mir die Zeit nehme. Also ich habe dann das Vertrauen, dass ich einfach auch über die Dinge stolpere, die dann echt auch gut sind oder die gerade eben passend sind oder die in irgendeiner Form wichtig sind für mich oder was auch immer. Ja, ich leite dann auch das ein oder andere weiter an meine Freunde, die eben sich für derart Informationen und hoffentlich von mir gefilterten Informationen auch gewissermaßen interessieren. Aber oft leite ich eher die, sage ich mal, ja, schönen Sachen weiter. Gibt so, zum Beispiel gab es jetzt letztens ein Video, da hat ein Pferd seinen Hals komplett über die Handpan, die gerade gespielt wurde, gestreckt. Also er saß eben, ja, bei seinen Pferden und das Pferd kommt an und er wird gesagt, das Video ist dann so, wo das Pferd schon da ist. Aber du hast wirklich gemerkt, wie dieses Pferd diese Schwingungen von diesem Instrument gerade genießt. Ja. So ein schönes Video. Und das macht auch dieses Instrument. Deswegen machen wir auch ja, unsere Musik grundsätzlich auf 432 Hertz, weil das eben ja, die Heilfrequenz ist oder tendenziell eben ja, besser heilt als 440 Hertz. Ich kann nicht ausschließen, dass vielleicht Musik grundsätzlich heilend ist, aber es gibt eben auch günstigere Frequenzen und das ist eben 432 Hertz. Ja. Und deswegen machen wir auch viel in Cis-Moll, weil unser Handpan-Spieler hat halt eine Handpan in Cis-Moll. Ja. Also super. Ja, und dann hatte ich eine ganz spannende Geschichte mit meiner Freundin, weil ich sie ja gestern auch erwähnt habe, dass sie eben gesagt hat, ja, sie kann nicht jeden lieben. Ja, und ich dann eben gesagt habe, ja, für mich ist Liebe Neutralität. Und dann hat sie eben heute Nacht, oder ich weiß auch nicht, kann auch heute Morgen gewesen sein, sie hat irgendeinen Podcast gehört. Sie hört den auch jeden Tag, also total schön zu wissen, dass da jemand auf mich aufpasst, weil ich sie auch ganz klar ermächtigt habe, mir zu sagen, wenn hier was schief läuft, ja, kann ja mal sein, dass ich in eine falsche Richtung tendiere und hier meine Arbeit niederschwingender wird oder was auch immer, ja, ich mich verfranse, verzettle oder die Energie nicht mehr stimmt und sie ist da absolut in der Lage, mich da so ein bisschen ja, zu überprüfen sozusagen. Und sie hatte halt eben, ich nenne es jetzt mal, einen Erleuchtungsmoment. Sie wurde ganz klar auf eine andere Ebene angehoben und hat dort ja die Einheit gefühlt und hat ein ganz anderes Liebesgefühl gehabt, als das hier jetzt gerade auf unserer Ebene möglich ist. Ja, wir sind alle auch auf verschiedenen Ebenen, ja, also uns wurde schon oft gesagt, dass wir es nicht so sehen können, du bist jetzt in 3D, ja. Es gibt nämlich, ich mache es jetzt einfach mal so sehr deutlich, es gibt eigentlich unendlich viele Unterstufungen, aber ich würde mal sagen, es gibt 3,0, es gibt 3,1, 3,2, 3,3 und das ist natürlich ein Unterschied, ob du auf 3,0 bist oder 3,9, weil mit 3,9 bist du ja schon fast in der vierten Dichte sozusagen, mit 3,0 da bist du gerade in der zweiten Dichte entfleucht sozusagen, ja, also das ist dann schon sehr, ja, niederfrequent, ja, in unserer heutigen Zeit. Weil ich glaube, dass die Menschheit grundsätzlich sich nach oben bewegt, ja, auch wenn es viele dann nicht merken. Und es gibt natürlich auch einige, die uns immer noch ein bisschen unten halten auch, aber viel mehr streben eben nach oben, ja, verwirklichen und auch ihre Träume oder zumindest lassen sie wieder Träume zu. Ja, bei vielen muss man ja mal gucken, dass man da die Erwartungen ein bisschen niedriger ansetzt. Und das ist in Ordnung. Und weil sie eben dieses Erlebnis hatte, sagt sie, ja, aber das ist für mich nicht Liebe, diese Neutralität. Ja? Und dann habe ich ihr das nochmal so ein bisschen erklärt aus meiner Sicht, also abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht irgendwie mich verpflichtet fühle, irgendjemanden zu überzeugen. Ich lese einfach mal kurz vor, was sie hier geschrieben haben. Ich muss mal gucken, dass ich das Mikro noch erwische, weil der rechte Monitor da noch ein bisschen weiter drüben ist. Lehne ich mich mal ein bisschen rüber. Das Problem ist, dass niemand weiß, wie der andere fühlt und woher weiß man, dass sich Neutralität beim anderen genauso anfühlt. Weil Neutralität ist aus meiner Sicht auch nicht Wirklichkeit, du bist mir egal.
Das meine ich nicht mit Neutralität. Ja, du bist mir wurscht. Ja, kannst gegen ein Auto laufen, ist mir egal. Das ist es nicht. Ja. Gut, sie sorgt dann auch dafür, dass wenn dann jemand vor ein Auto läuft und vielleicht auch ja, tatsächlich stirbt, dass man dann auch nicht gebrochen ist. Deswegen, ja. Aber wenn es ein Mensch ist, der einem nahe ist, dann wird man auch dementsprechend trauern. Das ist uns auch gegeben. Ja? Neutralität bedeutet nicht, dass wir zu psychopathischen Vollpfosten werden. Ja? Gut, also, aber man weiß auch nicht wirklich, wie sich jemand fühlt. Beim Joggen fällt mir auch noch gerade ein, ist mir auch noch so ein Beispiel eingefallen. Und ihr merkt schon, ich bin wieder im Selbstgespräch-Modus. Ja? Und zwar, wenn ihr mal drüber nachdenkt, wisst ihr noch nicht mal, wenn der andere sagt, dass das Gras grün ist, dass ihr sein Grün seht. Und dann rede ich jetzt nicht davon, dass manche Menschen gewisse Farbschwäche haben beim Sehen. Also gibt es ja so, dass man zum Teil bestimmte Farben gar nicht sieht. Aber das heißt, irgendjemand hat euch irgendwann mal zum Gras geführt und hat gesagt, guck, die Farbe an, das ist grün. Ihr könnt euch nicht sicher sein, dass vielleicht das, was er sagt, das grün ist, dass das in Wirklichkeit blau ist. Ja, also in eurer Farberfahrung. Das heißt, er zeigt euch das, die Farbe des Grases und sagt, das ist grün, aber in Wirklichkeit sieht er eure Farbe, die ihr als blau definiert. Das könnt ihr nie erfahren. Ihr wisst es nicht. Ja? Nur um mal zu sehen, wie unterschiedlich das ist und dass wir einfach vieles nur einfach gezeigt bekommen haben und gelernt haben, so ist es. Und dann hat man gesagt, okay, dann ist es für jeden so. Und das bedeutet aber gar nicht, dass es für jeden so ist. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel. In der Gefühlswelt ist es aber garantiert so. Ja? Ist doch nicht jeder Liebeskummer gleich. Nicht jeder fühlt sich gleich. Das weiß man gar nicht, wie schlimm etwas für jemanden ist oder wie gut sich etwas für jemanden anfühlt. Ja? Und da gab es auch schon immer, also es kommt mir gerade in den Sinn, muss ich mich gleich mal vorab entschuldigen. Zum Beispiel haben viele Menschen schon darüber nachgedacht, also wenn du jetzt als Mann inkarniert bist, wie fühlt sich zum Beispiel ein Orgasmus für eine Frau an? Und dann kann man aber auch ganz klar feststellen, ja, noch nicht mal für jede Frau fühlt sich das gleich an, ja, wenn man mal darüber spricht. Und umgekehrt ist aber genauso. Ja. Also insofern, wir wissen vieles nicht. Wir gehen nur davon aus, dass das bei den anderen schon so ähnlich sein wird. Das ist aber, glaube ich, ein Trugschluss. Ja. Unter anderem funktioniert deswegen das Spiegeluniversum auch so gut, dass wir uns immer angesprochen fühlen, ja, mit unseren Themen dann. Und dann eben durch unseren Filter, der eben sehr deutlich vorhanden ist, oft, am besten eben immer weniger deutlich vorhanden ist, dann eben die Dinge wahrnehmen und auch dementsprechend reagieren. Gut, ich lese mal weiter vor, bevor ich jetzt hier einfach in Stocken komme. Man könnte aber auch sagen, dass Liebe in jeder Dichte eine andere Qualität sozusagen hat. Und zu Erleuchtungserlebnissen gehört auch dazu, dass man merkt, wie sich etwas auf einer anderen, und dann in Klammern nächst höheren, Fragezeichen, Ebene anfühlt. Allerdings fühlt sich eben Liebe, Neutralität in und auf jeder Ebene anders an. Wir leben aber nun einmal momentan in der dritten, vierten Dichte. Und da ist oft das Beste, das ist wieder aus meiner Sicht, was wir fühlen können, Neutralität gegenüber den Menschen und Wesen, die noch tief in der Dualität verstrickt sind. Also, es ist eben dann als Fazit, es ist also schwierig zu sagen, dass Liebe etwas anderes ist, wenn man einmal die Liebe der fünften Dichte gefühlt hat und sie aber auch in der sechsten Dichte dann wieder anders ist und in der siebten und in der achten und so weiter. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich erzählen möchte, weil ich liebe das, dass mir dann solche Beispiele gegeben werden. Ich bin, glaube ich, so wirklich so bei Vergleichen richtig gut. Abgesehen davon, dass jeder Vergleich hinkt. Ja? Und mein Lieblingsspruch, den ich auch mal erfunden habe, wenn jetzt ein Vergleich besonders hinkt, sage ich, der Vergleich hinkt nicht nur, der fährt schon im Rollstuhl. Ja? Also, gut. Und das war dann eben, was mir dazu eingefallen ist. Pass auf, jetzt kommt's. Das wäre, als wenn man in einem VW Passat, ich weiß nicht, warum ich das Auto gewählt habe, sitzen würde und nur, weil man schon einmal Ferrari gefahren ist, sagen würde, dass der VW kein Auto ist. Ja? Also das fand ich sehr witzig. Und
Genauso ist es, wenn man jetzt in der fünften Dichte einmal gemerkt hat, boah, Liebe kann sich ja ganz anders anfühlen, dann weiß ich tatsächlich schon von Menschen, die diese Erleuchtungserlebnisse hatten, dass die sich unfassbar schlecht gefühlt haben, als sie wieder hier angekommen sind. Und das total vermisst haben, dass sie das nicht mehr so fühlen. Weil es ihnen wie so ein kleiner Lichtblick geschenkt worden ist, wie es sein kann. Was auch schön ist und wunderbar ist, dann hat man ein Ziel, eine Vision, ja, und ist motiviert sozusagen. Aus der geistigen Sicht macht es schon Sinn, aber man kommt halt erstmal hier wieder ganz hart an. Ja? Man wird wieder geerdet in der eigenen Realität und muss sich dann da irgendwie hinbasteln und arbeiten. Und genauso ist es dann auch. Also für mich ist es ein wunderbares Gefühl, Menschen gegenüber neutral sein zu können. Ja? Ihnen nicht böse zu sein und sie eher wertzuschätzen, aber mich auch nicht ständig zu verflechten mit ihren Themen und so. Ja, das mag ich auch nicht. Ich mag mich nicht reinziehen lassen. Mein Erwecker, der Freund, der mich erweckt hat, der hat mal gesagt, er mag kein unbewusster Spiegel mehr sein. Ja? Und das ist eigentlich auch das, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Ja? Wenn mich Menschen versuchen, in ihr Spiegeluniversum zu ziehen. Ich bin dafür gar nicht mehr bereit. Ja, ich stehe eigentlich nicht mehr als unbewusster Spiegel zur Verfügung. Das ist so ein bisschen meine Einstellung dazu. Abgesehen davon schätze ich das wirklich sehr, das Spiegeluniversum. Und man kann ja auch nichts machen, wenn man jetzt noch nicht so viel an sich gearbeitet hat, noch nicht so viel aufgelöst hat, noch nicht so viel innere Arbeit geleistet hat. Dann wird einem das auch nicht gelingen. Ja? Also das wäre ja dann zu einfach. Sondern man würde dann natürlich weiterhin Erfahrungen machen und erst wenn die innere Entwicklung da ist und man überhaupt in der Lage ist, in diese Neutralität zu kommen, erst dann kann man sich mehr oder weniger bewusst entscheiden, ja gut, da gehe ich jetzt mit, da steige ich jetzt drauf ein und da gebe ich jetzt Feedback, wie auch immer, oder man lässt es halt. Ja? Und ich kann euch raten, es eher mal zu lassen. Oft, ja. Aber wenn es nicht anders geht und eure Gefühlswelt dementsprechend angetriggert wurde, dann könnt ihr auch mal einen raushauen. Ja, wir sind ja Menschen, wir dürfen ja so Quatsch auch machen. Und natürlich wäre es gut, wenn das dann bei Menschen geschieht, mit denen man das auch dann im Nachgang reflektieren könnte. Und grundsätzlich, ja, wenn man getriggert ist, dann natürlich der beste Weg ist natürlich, in sich zu gehen und festzustellen, ja, das war jetzt meine Gefühlswelt, die hier dementsprechend in Flammen stand gerade oder auch immer noch steht. Und da schaue ich jetzt mal hin, woher das kommt. Weil letztendlich ist der Mensch, der mir diese Erfahrung geschenkt hat, ja einfach nur der, in Anführungsstrichen, ich liebe dieses Wort, ja, der Arschengel, der mir gezeigt hat, wo bei mir noch Themen sind, ja. Und ja, wäre schön, wenn da schon jeder wäre, aber das sind wir noch nicht. Auch nicht alle im erwachten Kollektiv. Ja? Aber das ist in Ordnung. Also macht euch da nicht zu viel Gedanken. Also Gedanken zu machen ist oft die schlechteste Idee. Sondern wirklich in die Stille zu gehen und dieses Gefühl zulassen und auch ruhig die Frage zu stellen, mal so in den Raum hinein, woher kommt dieses Gefühl? Ja, was hat mich jetzt da so getriggert, dass ich diesen Schmerz oder ja, dieses Gefühl halt eben hatte? Ja, das sind so die Dinge, über die ich mir ja, heute mal ein bisschen Gedanken gemacht habe und ich habe euch da ein bisschen mitgenommen. Ja, eure Träume sind eben eure Visionen und ihr dürft ihnen folgen und sie sind auch sicher in gewisser Weise ein ja, Leitfaden eures Lebensplans, aber sie sollten natürlich auch wirklich aus dem Herzen entstehen. Es sollten Herzenswünsche, Herzensträume sein und nicht Dinge, die der Verstand sich einfach wünscht, weil dann das Leben weniger kompliziert wäre, ja, und die Zukunft gesichert wäre und so weiter und so fort. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ja, ich freue mich auf morgen, haut rein, bis dann, ciao, servus, wuhu!